Polen baut auf die USA. Seit der Wende waren alle US-Präsidenten kurz nach Amtsantritt dort. Bill Clinton 1993, George W. Bush 2003, Barack Obama 2011 und jetzt auch Donald Trump. Die Vereinigten Staaten sind ihr größter Garant für Sicherheit, der wichtigste Verbündete, wenn es um Verteidigung geht. Mit den sehr negativen Entwicklungen in der Ukraine wissen die osteuropäischen Länder, dass sie eine starke Verbindung zu den USA brauchen. Rund 900 US-amerikanische Soldaten sind in Polen stationiert. Die Vereinigten Staaten als Beschützer vor Russland. Darauf will sich das Land verlassen. Nicht immer einfach mit einem US-Präsidenten, der die NATO schon einmal als überholt bezeichnet hat. Mittlerweile hat er das revidiert, bei einem Besuch des rumänischen Präsidenten Anfang Juni in Washington. Ich verpflichte und habe die Vereinigten Staaten zu Artikel 5 verpflichtet. Natürlich sind wir da, um zu beschützen. Bei Trumps Besuch in Polen geht es vor allem darum, das Vertrauen zwischen den beiden NATO-Bündnispartnern zu stärken. Doch es schwingt noch mehr mit. Trump wird in Warschau einem Treffen der sogenannten Drei-Meere-Initiative beiwohnen. Ein Zusammenschluss von 12 EU-Mitgliedern aus Mittel- und Osteuropa. Ich denke, die polnische Regierung wird Trumps Besuch nutzen, um die Drei-Meere-Initiative zu unterstützen. Es geht darum, die Zusammenarbeit der Länder zwischen den Meeren zu stärken. Einmal als Schutz gegen Russland, aber auch als Gegengewicht zu Deutschland. Mit Donald Trump als Ehrengast können sich die Mitglieder der sonst wenig beachteten Zwischenmeerkonferenz jetzt internationaler Aufmerksamkeit sicher sein. Und auch für den amerikanischen Präsidenten ist Polen als Ziel eine gute Wahl. Man vertritt ähnliche, konservativere Werte. Trump hat hier also mit weniger Gegenwind zu rechnen als in anderen europäischen Ländern. Für Trump geht es aber um mehr. Er will sein Image im eigenen Land aufpolieren. Die letzten Umfragen zeigen, nur noch 36% der Amerikaner unterstützen ihn. Er will als Staatsmann wahrgenommen werden und da passt es ihm gut, dass er sich mit anderen, ihm wohlgesonnenen Regierungschefs treffen kann. Donald Trump als beliebter Staatsmann in Europa, Polen als einflussreiches Schwergewicht in Osteuropa. Ein harmonisches Bild, das beim G20-Gipfel in Hamburg wohl anders aussehen wird.